Hey Leute, willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Ich bin gerade dabei, mich zu schminken. Also ich habe diese hier als erstes aufgenommen. Das ist von Action, das ist eher so eine billige, aber sie ist sehr, sehr gut. Da ist kurz was runtergefallen. So. Das zweite, was ich aufgenommen habe, ist die CC-Creme. Die ist von der M, die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Die habe ich schon ein paar Mal gehabt bis jetzt. Und die werde ich immer wieder nachkaufen, weil sie nice ist. Ich kann es euch sagen. Auf jeden Fall habe ich dann schon Lipgloss aufgetan. Das da. Ich habe keine Ahnung, woher das ist. Das habe ich von meiner Cousine bekommen. Und Wimperndusche, die habe ich auch von Action. Das ist so eine Max Mohr Wimperndusche. Die benutze ich manchmal nur, weil ich bin ganz ehrlich, ich tue nicht so gern Wimperndusche drauf, weil meine Augen dann immer brennen irgendwie. Keine Ahnung, woran es liegt. Sorry für den Sprechfehler. Die habe ich von Daddy. Die sind auch sehr nice, die nehme ich auch immer zum Schminken. Aber egal, interessiert doch keinen. Ja. Das ist mein Favorit, Nagellack. Ich habe keine Ahnung, woher es ist, habe ich auch von meiner Cousine bekommen. Und das ist von Bieber. Also die zwei benutze ich jetzt immer. Ich kann euch auch mal mitnehmen, wie ich meine Nägel lackiere. Jetzt momentan habe ich überhaupt keinen Bock, meine Nägel zu lackieren. Frag mich nicht warum, ich mag nicht. Ja, und ich habe auch hier so eine Pickelcreme. Die muss ich jetzt jeden Tag drauf tun, weil ich hier eben viel Pickel habe und mein Bruder auch. Ja, das ist halt in Auto so, da hat man halt viel Pickel. Und das kann auch tatsächlich von Essen kommen, von Pommes oder Süßes oder so, kann Pickel auch kommen. Das wisst ihr sicher eh auch. Ja gut, also auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute noch einen Termin, also haben wir jetzt noch genau 2,5 Stunden Zeit. Ja. Vielleicht geht es auch noch aus, dass ich das YouTube-Video zu Ende drehe. Das geht sich ganz bestimmt aus. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich muss es tatsächlich ein bisschen aufräumen. Hoppla. Sorry, dass ich singe. Ich singe immer irgendwie. So, ich habe die Kamera jetzt ein bisschen rübergestellt, damit ihr mir zuschauen könnt beim Zusammenbauen. Also jetzt gehen wir die ganze Schminke hier rein. Sorry, man sieht mich im Spiegel auch, das sieht ein bisschen komisch aus, aber naja, ist doch egal. Ey, ich habe keine Ahnung, warum da schon wieder so viele Sachen sind, ehrlich jetzt. Irgendwie schaut es immer sofort aus. Bin ich kurz zum Mülleimer gegangen? Das geile Lied ist auch schon wieder auf. Hier ist eventuell auch ein bisschen chaotisch, aber das ist ja jetzt mal egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Kleider rausholen. Hier sind meine ganzen Drops drin, weil in der Lade ist schon voll, da bekomme ich nichts mehr rein. Ja. Das
kaufen werde, habe ich die ganzen Drops da reingegeben. Und ich finde es auch viel, viel praktischer, wenn die Drops hier drin sind. Dann gehen wir das da gleich dazu. Okay, also das ist mal vorstellen. Dann gehen wir in das Bett raus. Boah. Braucht eine kurze Hose, die ist mir viel zu groß. Man sieht's. Oh, unbedingt. Nein, ernst, ihr könnt sie haben, wenn sie mögt. Auch zu sagen. Was soll ich sagen? Ich hätte eine andere in. Ich kann nicht sprechen. Wieso nicht? Ich hätte Interesse an der kurzen Hose. Nein, ernst. Ich würde sie euch schenken, wenn ihr mir die haben mag. Keine Ahnung. Nice Lied übrigens. Ich müsste die ganzen Sachen hier in meinen Kasten räumen, weil ich habe da schon ganz viele Stöße vorgewarnt. Ja, die kommt wieder zu. Wir können. Wenn ihr sie haben mögt, schreibt mir einfach an. Dann schicke ich es euch nach Hause. Das ist irgendwie verkehrt, habe ich gerade gesehen. Ich sag's euch ehrlich, mit mir kann man Spaß haben. Das seht ihr wahrscheinlich in dem Video jetzt auch. Lustig durchs Leben gehen, nicht immer so ernst wie manche Leute sind. Einfach ein bisschen Musik hören und was? Halleluja. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, Leute, wenn ich ganz viele Abonnenten habe, wenn ich über 1000 oder 1000 oder keine Ahnung, wenn ich einfach ganz viele Abonnenten habe, beim Momentan habe ich nur 150 und das muss ich ändern. Habe ich mal gedacht, dass ich irgendwen, also dass ich zwei von euch aussuchen werde und mit denen ins Kino oder in die Therme gehen werde. Das habe ich mir überlegt. Aber nur, wenn ich ganz viele Abonnenten habe. Mit 150 Abonnenten kommt man nicht weit. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und ich bin auch sehr, 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 sehr lustig eigentlich. Das merkt man. Also jeder, der mich nicht kennt, weiß das eigentlich gar nicht. Es kann auch sein, dass ich eventuell manchmal ein paar komische Sachen daherrede, aber das ignorieren wir einfach mal, okay? Ich will euch einfach nur unterhalten. Und wenn irgendwas falsch ist, was ich mache, nachher müsst ihr mir das sagen, okay? Aber nicht gleich irgendwie unverschämt, sondern lieb, seid lieb. Okay. Auf jeden Fall müssen die Hosen, die Leibe, die Hosen kommen drauf. Die Kleider werde ich geeinigt. Schau mal. Er schreibt mir jetzt schon wieder. Sturm startet am 30. Juli. Nice. Ich habe von Miguel, von der Leder und von da hinten ein Ding hängen. Ein
Geburtstag, das habe ich ausgedruckt vom Internet. Von der Jule, von Emi und von Tim habe ich auch eins hängen. Und sonst eigentlich für gar keinen. Von mir selber. Und von mir, von meiner Cousine und von meiner Mama. Zum Abschluss. Ich werde euch demnächst einmal eine Roomtour machen, wenn ein bisschen schöner zusammengeräumt ist. Ich meine, es sieht nicht so schlimm aus, aber es sieht, naja, eigentlich gar nicht so arg. Ich habe eigentlich eh wunderschön aufgeräumt. Ich muss noch mal ein paar Sachen zusammenräumen. Okay, das Video ist schon wieder zu lang. Ich mache am Wochenende, habe ich vorgenommen, dass ich mit meinem Bruder, also mit meinen Brüdern, mit beiden Brüdern, ein Video drehe. Ich glaube am Samstag nach dem Stadtfest, weil da gehen wir in Wolfsburg Stadtfest. Vielleicht ist irgendwer von euch unten und vielleicht, keine Ahnung, sehen wir irgendwen von euch. Wenn ihr mögt, können wir auch zusammen Bilder machen. Ich würde mich sogar freuen, wenn irgendwer mal mit mir Bilder machen würde. Könnte ich so als YouTuber. Sorry fürs Singen, aber ich liebe Singen. Ihr werdet euch gerade denken, was sind denn wieder zusammen? Egal. Alles in die Box. Passt. So Leute, ich werde das YouTube-Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber naja. Man muss im Leben ein bisschen lustig durchgehen, wie ich dann schon gesagt habe. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Like das Video gern und abonniert mich. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.